Love of Love gehört zu den. Ist einer der ersten zwei Songs, die ich für das Album geschrieben habe. Und ich hatte letztens jemanden danach gefragt, ob ich. Also, ich habe es nicht böse empfunden, aber ob ich ein Romantiker sei. Also, eher auf die triviale Seite, oder? Es passiert ja auch schnell, wenn man sieht Love, Love, Love. Und es gibt wahrscheinlich auch 3 Millionen Songs, die so heissen. Aber auch das ist nicht ein Song über wie soll ich jetzt sagen, eine zwischenmenschliche Liebe, sondern es geht in diesem Song halt auch um den Wunsch, dass die Menschen möglichst viel Liebe können erfahren in ihrem Leben. Und da geht es nicht unbedingt um die zwischenmenschliche Liebe, sondern um die grossen Werte, die Rücksicht und Toleranz und die Chancengleichheit und all die wichtigen Sachen, die es halt gibt auf dem Leben. Und logischerweise ist es auch ein Song, der beeinflusst worden ist durch die Tatsache, dass ich Vater bin. Und es ist klar, dass ich das auch meiner Tochter wünsche. Und sehr wahrscheinlich ist die Inspiration auch von dort hergekommen.